Inanç, die Kamera läuft. Sorry, war noch gerade dabei, die Charts zu checken. Enno, Meadow, Capital Bra und Shirin David sind nur wenige der derzeit aktuell erfolgreichsten deutschen Künstler. In den Charts ganz oben immer mit dabei und die Musikszene, die prägen sie einfach. Heute befinden wir uns in Münster und wollen mal von den Münsteranern wissen, was sie von dieser musikalischen Entwicklung so halten. Was denken Sie eigentlich über die Top 10 der deutschen Singlecharts? Müssen wir mal die Titel angucken. Ich kenne das zu 90% nicht, das fällt mir auf. Doch, den Namen habe ich schon mal gehört. Hm? Ich kenne gar nichts davon, überhaupt nichts. Deutschrap ist dabei, ne? Also ja, ich kenne auch richtig viele Lieder von den JJ von Mero oder Wolke 10 oder Capital Bra, Berlin Leb. Also ich höre am meisten Lieder von Capital Bra. Nee, wirklich nicht. Ich bin da nicht mehr up to date. Und was denken Sie über die Entwicklung der Musik? Alte Titel werden neu gemacht und die Künstler trauen sich dran. Ich finde das ganz gut. Früher war eher Musik, also fremdsprachige Musik, englischsprachige Musik im Trend und jetzt mittlerweile ist es wieder auch mehr Richtung das Deutsche, was vielleicht die Menschen auch eher verstehen dann. Also ich finde einfach, die Texte, die man so hört, werden immer einfacher. Die Musik wird an sich, finde ich, so einfacher und ich weiß nicht, ich finde es echt schade. Würden Sie diese Musik eigentlich auch privat hören? Also ich höre die Musik zurzeit gar nicht. Ich höre eigentlich die alte Musik, also größtenteils R&B, Chris Brown, Kid Ink und sowas, die alten Lieder. Die deutschen Charts eigentlich kaum. Ja und nein. Es ist eben halt Generationen. Unterschiedlich auch, wenn man das so sagen will, ne? Also grundsätzlich höre ich einfach nicht mehr so viele Charts, weil es doch sehr kommerziell geworden ist so und sich viele Songs doch auch ähnlich anhören, finde ich. Aber so zwischendurch ist auch mal ein gutes Lied doch dabei. Ja, das war's auch schon wieder mit diesem Beitrag. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und wünsche euch jetzt noch ein ganz, ganz schönes... Falscher Beitrag. Naja, eigentlich hat er schon alles gesagt. Ciao.